Guten Morgen, ich bin auferstanden. Das Wetter scheint cool zu sein. Das heißt, ich werde meine ganzen Zeltinnereien rausmachen. Und dann werde ich mein Zelt zusammenbauen, dann Kaffee machen, Zähne waschen und dann Wanderung Tag 3 Start kommt. Ah, hier, guck mal, ein Fasan hat mich begrüßt. Also der hier, der hier rumläuft mit diesem bunten Kopf. Ist auf jeden Fall schon ein schönes Tier. Der macht diese komischen Geräusche. Aber schade, dass ich meine teure Kamera nicht dabei habe. Weil sonst könnte ich das in einer richtig voll Fettqualität euch das zeigen. Diesen Vogel da vorne, dieser bunte Fasan. Und da fliegt er rum. Ich sah meine ganzen, hier, Zeltinnereien. Die sind von meinem Zelt ausgelaufen. Und hier liegt mein Zelt. Und guck mal, hier ist ein Berg oder was das ist. Und da drüben ist gleich Straße. Und hier vorne, hier stand die ganze Nacht dieser LKW, aber der ist mittlerweile weggefahren. Aber ein paar mehr LKWs haben hier auch Rast gemacht, aber haben mich nicht gefunden. Weil ich war hier hinter diesem Berg hier am Zelten. Cool, oder? Ich hab mein Wurfzelt zusammengebaut. Oh Scheiße, mir ist gerade Scheiße passiert. Und zwar dieser Reißverschluss von meiner Wurfzelttasche ist kaputt. Der geht nicht mehr zu. Das heißt, ich muss die irgendwie, weiß ich nicht, offen lassen oder so. Das heißt, ich brauche eine neue Wurfzelttasche. Ich weiß gar nicht, wo man so eine Wurfzelttasche herbekommt. Das ist voll Scheiße. Das gefällt mir so nicht. Guckt euch mal diese ganzen vielen braunen Blasen an, die hier rum explodieren und sowas. Und dass der Gas rauskommt. Das heißt, das sieht blasig genug aus, damit Kaffee fertig ist. Jetzt erstmal ganz entspannt Kaffee trinken. Ja, das finde ich voll cool, draußen so Kaffee zu trinken. Ich mag das immer noch. So, die Sachen sind gepackt. Mein Schlafplatz habe ich so hinterlassen, wie ich das vorgefunden habe, wie immer. Kaffee ist getrunken, Zähne sind gewaschen. Und mein erstes Guten Morgen Bier habe ich gerade aufgemacht. Und jetzt Wanderung Tag 3 Start kommt. Wir haben jetzt gerade voll cool Wetter mit Sonne und sowas. Das finde ich voll cool, ich mag das. Deswegen konnte ich schon meinen braunen Fummel ausziehen, damit ich so rumlaufen kann, wie ich jetzt gerade rumlaufe. Und ich habe diesen Solarpanel aufgemacht, damit das meine Akkus aufladet. Und jetzt gerade kommt ein nerviger Auto. Guck mal, ich habe hier eine ranzige Bushaltestelle mit einem Mülleimer gefunden. Das heißt, dass ich jetzt gerade meinen schweren, nervigen Müllsack mit Müll drin. Mit den leeren Bierflaschen,
Ach, Ruhe. Mit diesen leeren Bierflaschen und dem ganzen anderen Müll drin. Das kann ich jetzt endlich hier reinschmeißen. Cool, oder? Guckt euch mal diese versüftefreie Fläche hier an. Die sieht genauso aus, als ob die überhaupt hier umsonst gebaut wurde. Nicht zu gebrauchen ist. So sieht diese Fläche hier aus. Ich habe keine Ahnung, warum das hier so gemacht wurde. Guck mal, da drüben, da ist ein einzelner Haus. Und für dieses Haus gibt es hier eine Bushaltestelle. Und da drüben, da sehe ich auch eine Bushaltestelle für dieses einzelne Haus, was da ist. Und da ganz hinten, da sehe ich auch eine Bushaltestelle für ein einzelnes Haus. Das habe ich, glaube ich, noch nie gesehen, dass hier einzelne Bushaltestellen für einzelne Häuser gibt. Oh Scheiße! Ich musste gerade feststellen, dass ich mein letztes Bier, was ich in meinem Wagen drin hatte, ausgetrunken habe. Das heißt, ich muss gleich nach einer Ortschaft suchen, die Biergeschäfte hat, damit ich dann noch mehr Bier kaufen kann. Ich wurde gerade von einem Zuschauer wieder erkannt. Der kennt mich irgendwie anscheinend von TikTok her. Und er hat mir 4 Bier spendiert. 4 Lüthies. Zum Bier, damit ich weiterhin Bier trinken kann, bis ich den nächsten Laden gefunden habe. Von daher, vielen Dank und große Grüße an Kai Wernicke. Guck mal, ich habe hier einen Mülleimer gefunden. Das heißt, ich kann jetzt hier diesen Inhalt von dieser Tüte hier. Es ist drin. Ich hab's geschafft. Das finde ich voll cool, ich mag das. Ich bin in dieses Schweiburg oder wie das heißt angekommen. Dieser Schweiburg, der war viel zu klein für Biergeschäfte gewesen. Das mag ich nicht. Das heißt, ich muss noch weiter suchen nach Biergeschäfte. Also nach einer größeren Ortschaft. Dieser Traktor da vorne, der fährt auf dem Fußweg. So, die letzte Ortschaft, da gab es keine Biergeschäfte. Und jetzt werde ich hier bei dieser Ortschaft, Diekmannshausen oder wie das heißt, nach Biergeschäften suchen gehen. Oh Scheiße, diese Ortschaft, die ist viel zu klein, um Biergeschäfte zu haben. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass die nächste Ortschaft Biergeschäfte hat. Aber meine Navigation... System. Der sagt, dass ich irgendwie nach da lang irgendwie laufen muss. Also jetzt, wie heißt das Ding nochmal? Genau. Hier ist ein Weg und der geht zu so einem Deich hin. Und der sagt, dass ich da lang laufen muss, damit ich diese ganzen Bundesstraßengeräusche nicht ertragen muss. Deswegen laufe ich jetzt da lang. Aber hier, guck mal. Das hier vorne sieht aus wie so ein richtiger Vollfettgraslandschaft. Da ganz hinten, da ist vielleicht Wasser oder sowas. Hier dieses Nordsee oder wie das heißt. Mm.
Meh. 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 So, dieser komische Navigationssystem, der hat mich irgendwie in eine Irre geführt. Das wollte ich euch Bescheid gesagt haben, dass ich jetzt schon wieder hier in dieser nervigen Bundesstraße bin, wo ganz viele Autos und LKWs und weitere Fahrzeuge und sowas hier rumlaufen. Genau, hier laufe ich jetzt gerade durch bis nach Varel oder wie diese Ortschaft heißt. Das mache ich jetzt. Ja, diese Dinger hier, die nerven mich. Aber egal, ein bisschen mehr wie, keine Ahnung, 2,5 Kilometer oder so noch. Dann kommt Varel oder wie das heißt. Vielleicht gibt es dort geöffnete Biergeschäfte. Und vielleicht einen Dönerladen, weil auf den Döner hätte ich wirklich Bock drauf. Oder Pizzeria oder so etwas. Oder irgendein anderer Restaurant, wo ich mir was Warmes zum Fressen holen kann. Weil darauf hätte ich jetzt richtig Bock drauf. Oder McDonald's. McDonald's hätte ich auch jetzt gerade Bock drauf. Da bin ich sehr gespannt drauf, ob Varel das hat. Ich habe dieses Varel gefunden. Prüfen, ob diese Ortschaft geöffnete Biergeschäfte und Fressensladen beinhaltet. Damit ich das holen kann. Da bin ich jetzt auf der Suche danach. Ich habe hier einen Hol abgefunden, aber dieser hat um 20 Uhr geschlossen und wir haben jetzt gerade diese Uhrzeit. Prüfen, ob ich gleich ein anderer Biergeschäft finde, was noch offen hat. Da bin ich sehr gespannt drauf. So, ich habe hier einen Kiosk gefunden und weil mir dort Bier zu teuer ist, werde ich da, keine Ahnung, vielleicht ein Eis oder sowas holen. Oder eine andere Kleinigkeit, weiß ich noch nicht. Und nachfragen, ob die wissen, wo ein Biergeschäft ist, der offen ist. Offen hat. Genau, das werde ich jetzt machen. So, ich habe mir gerade ein Eis geholt. Und der Typ vom Kiosk, der hat gesagt, dass hier in der Nähe, weil wir haben jetzt gleich 21 Uhr oder wie das heißt, aber der Typ hat gesagt, dass hier in der Nähe ein Nieto sein sollte. Nach Richtung nach Dalang sollte ein Nieto sein. Und dieser Nieto, der sollte um 22 Uhr dich machen. Cool, oder? Das heißt, ich bin gleich in einem Biergeschäft. Ich habe hier ein Biergeschäft namens Netto gefunden. Jetzt werde ich da Bier und noch mehr Sachen kaufen gehen. So, ich habe gerade eingekauft. 3 Sechserträger Jewe, aber die haben keinen Sechserträger da gehabt. Das heißt, ich habe das in Einzelflaschen gekauft. So etwas hier zum Fressen für zwischendurch. Und das da. Weil ich irgendwie Bock drauf habe. Finde ich voll cool, ich mag das. Und das werde ich jetzt alles hier einpacken und sowas. So, ich habe gerade dieses ganze Bier in meinen Wagen reingepackt. Und jetzt, und darauf, dass ich das gemacht habe, werde ich jetzt diese Raffaello in mir reinschieben. Und jetzt bin ich auf der Suche nach einem Imbiss oder sowas. Guck mal, ich habe hier einen Dönerladen gefunden.
Das heißt, ich werde hier einmal Döner kaufen gehen und diesen dann irgendwo draußen fressen. Das werde ich jetzt machen. So, ich habe gerade Döner gekauft und jetzt werde ich diesen hier in mir reinmachen. So, ich habe den Döner aufgefressen und der Döner war voll groß gewesen und so weiter. Aber ich fand, der hat viel zu durchschnittlich geschmeckt, um den irgendwie überbewerten zu können. Und deswegen, ich werde jetzt erstmal nach einem Wildcamp-Zeltplatz hier im Dunklen suchen gehen. Das werde ich jetzt machen. Oh Scheiße, ich stehe jetzt gerade Bier trinkend unter so einem Baum, weil es hat schon wieder angefangen zu regnen. Und das nervt mich die ganze Zeit voll und ich möchte nicht nass werden und sowas. Und deswegen, weil das hier rumregnet und mich das nervt, stehe ich hier unter diesem Baum und warte so lange ab, bis dieser Regen weggelaufen ist. Und dann weiter zu gelaufen. Oh Scheiße, weil das die ganze Zeit stärker regnet und weil mich das richtig abnervt, habe ich schon wieder meinen gelben Sack an. Und ich werde jetzt diesen braunen Beutel über meinen ganzen Wagen rüberziehen und dann weiter zu gelaufen. Im Regen zu gelaufen. Guck mal, ich bin die ganze Zeit auf der Suche nach einem Wildcamp-Zeltplatz. Und hier ist überall Feldlandschaft. Und ich war kurz davor gewesen, hier in Feldlandschaft zu pennen, aber ich hab da Autos und Wohnmobile und sowas gesehen. Und das hat mich abgeschreckt, deswegen bin ich weitergelaufen. Und ich habe immer noch nichts gefunden, außer das hier. Das hier, das sieht aus wie eine Schutzhütte oder sowas. So eine ganz kleine. Mit Bank. Und ich habe mir überlegt, genau heute Nacht, genau hier auf dieser Bank hier rumzupennen. Ich glaube, genau das mache ich jetzt gleich. Also werde ich meinen Schlafsack hier draufstellen und genau, und dann hier einfach rumpennen. Das werde ich machen. Und oh Scheiße, meine ganzen Akkus sind leer. Also beide Powerbanks sind leer. Mein Handy ist fast alle. Meine Kamera ist auch fast alle. Meine Minibox ist auch fast alle. Meine Kopflampe ist komplett alle. Und das ist voll scheiße. Das macht mir große Sorgen. Ich hoffe, dass morgen ganz viel Sonne kommt, damit ich diese ganzen Sachen da aufladen kann. Von daher, ich würde sagen, gute Nacht. Ich würde sagen, ich werde jetzt hier rumschlafen. Und hier, gute Nacht bis morgen. Und zwar habe ich mir die billigste Sackkarre vom Bauhaus geholt. Von diesem Baumarkt, der Bauhaus heißt. Sieht meine alte Klappsackkarre so aus. Da ist hier dieser Scheißrad kaputt gegangen. Der sieht voll scheiße aus und so. Das kann ich nicht mehr benutzen.